Moins und herzlich willkommen zu Labadie 123. Ja, es gibt leider wieder ein traurige News aus der Welt des HSV. Man liest das hier gerade schon. Peter Lübicke ist gestorben. Im Alter von 69 Jahren. Ich werde jetzt tatsächlich hier nicht alles vorlesen, aber ich werde hier mal so langsam durchscrollen. Er hat ja von 1971 bis 73 ja für die Rothosen gespielt. Ich glaube, 7 Tore hat er erzielt in 21 Spielen. Ja, steht hier sogar. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Labi. Ja, auf jeden Fall geht damit auch, wie ich finde, eine Legende hoch zu Uwe Seeler. Laut der HSV-Seite soll er gestern an einer schweren Erkrankung gestorben sein, also Ruhe in Frieden, Peter Lübicke. Wo auch immer du oben herabschaust, das wird auch für dich die Saison werden. Nicht nur für Uwe Seeler, jetzt auch für Peter Lübicke. Ein ganz, ganz schwarzes Wochenende für den Hamburger SV. Und da ich gerade Uwe Seeler nochmal angesprochen habe, ich habe heute gelesen, das Volksparkstadion soll diskutiert werden, ins Uwe Seeler Stadion umzubenennen. Also ich wäre sofort dabei, sage ich ganz ehrlich. Oder Uwe Seeler Volksparkstadion, weil Volksparkstadion war ja auch immer sein Zuhause gewesen. So, ich gehe hier nochmal langsam durch für euch. Und wenn ihr irgendwas lesen wollt, dann einfach sonst auf Pause drücken. So, und hier ist schon Ende. Und hier haben wir Peter Lübicke und seine Frau. Ruhe in Frieden, Peter Lübicke. Das war es tatsächlich auch schon von mir. Ich würde das Video nicht so lange halten wollen, tatsächlich. Ganz schwarzes Wochenende. Am Sonntag gegen Rostock wird ja sowieso ganz in Schwarz das Stadion sein. Das wurde ja schon bekannt gegeben. Soll eine Kulisse geben, eine Trauerkulisse. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Labbadia 123. Tschüss, Ken. Und Ruhe und Frieden. Peter Lübicke. Und natürlich auch Uwe Seeler. Tschüss.